act in the word, we've been singing the word. Wir haben das Wort gelesen, wir haben das Wort ausgespielt und wir haben das Wort gesungen. I mean, if you think about it, ich meine, wenn ihr mal drüber nachdenkt, all over Germany right now, gerade jetzt, überall in Deutschland, there are churches preaching and teaching the same thing. Gibt es Gemeinden, gibt es Kirchen, die predigen und lehren exakt das Gleiche. The resurrection of Jesus. Nämlich die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Is that not powerful or what? Ist das nicht kraftvoll oder was? Halleluja. Halleluja. So take that, devil. Also nimm das, Teufel. Halleluja. Halleluja. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. In the mighty name of Jesus. In dem mächtigen Namen Jesus. For what you've said and done already in this place. Für das, was du bereits gesagt und getan hast hier an diesem Ort. And Father, I can just see in heaven, man, you're smiling and having a good time. Und Vater, ich kann dich im Himmel sehen, wie du lächelst und einfach eine richtig gute Zeit hast. And Jesus, we know you are. Und Jesus, wir wissen, dass du es auch hast. And Holy Spirit. Und Heiliger Geist. You are here. Du bist hier. And you're helping all of us to get this message out today. Und du hilfst uns allen hier, diese Botschaft heute rauszubringen. And so, Father, also Vater, I too want to yield myself unto you to bring forth the message you have. Auch ich möchte mich jetzt ganz dir hingeben, dass du die Botschaft rausbringen kannst, die du am Herzen hast. Placed in my heart for this church. Die du mir in mein Herz hineingelegt hast für diese Gemeinde hier. And for those that will hear or see abroad. Und für diejenigen, die es sehen und hören werden, auch weit im Ausland. We ask you, Holy Spirit. Und wir bitten dich, Heiliger Geist. Speak into every heart. Sprich in jedes Herz hinein. And we tell you, devil. Und wir erklären dir, Teufel. That you are under our feet. Du bist unter unseren Füßen. You are defeated. Denn du bist besiegt. Halleluja. Halleluja. And we want to say thank you, Jesus, for the victory. Und wir wollen dir sagen, Jesus, danke für den Sieg. Thank you for obeying God, our Father. Danke, dass du Gott, unserem Vater, gehorsam warst. That we can have this new life. Dass wir dieses neue Leben haben können. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Father. Danke, Vater. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. What happened? Was ist geschehen? At the resurrection. Bei der Auferstehung. There is no greater event. Es gibt kein größeres, gewaltigeres Geschehnis in history. In der gesamten Geschichte. There's no greater. Es gibt kein größeres. There's no greater event in all of history, in all of eternity. Es gibt nichts, was geschehen ist in der gesamten Geschichte und in der gesamten Ewigkeit, than when our Lord Jesus Christ raised from the dead. Als das, wo unser Herr Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist. It was a great victory. Es war ein gewaltiger Sieg. The greatest day of victory in the realm of the spirit. Es war der größte Tag des Sieges im Bereich des Geistes. It was the greatest day of victory in the realm of the soul. Es war der größte Tag des Sieges im Bereich der Seele. And it was the greatest day of victory in this physical, natural realm. Und es the realm war, of the body. Es war der größte Tag des Sieges im Bereich dieser natürlich physischen Welt, im Bereich des Körpers. When Jesus raised from the dead, als Jesus aus den Toten auferstand, he brought victory. Hat er den Sieg hervorgebracht. For you and I. Für dich und mich. Spirit. Geist, Soul, Seele and body. Und Körper. He conquered the devil. Er hat den Teufel bezwungen. He conquered every spirit. Er hat jeden Geist besiegt. All of the forces of hell. Und alle Kräfte der Hölle were against him on that day. Standen gegen ihn an diesem Tag.
There was no faith in the earth on that day. Es war kein Glaube an diesem Tag auf Erden. Jesus had spoke. Jesus hat gesprochen, that he would resurrect, that he would come back again. Dass er auferstehen wird und zurückkommen wird. He's the only one that believed it. Und er war der Einzige, der das wirklich auch so geglaubt hat. But his faith was enough. Aber sein Glaube war genug, um alle Kräfte der Hölle zu bezwingen, die ihn niederhalten wollten. Das Kreuz war Satans größter Siegestag. He thought he had won. He thought he had killed the Son of God. It was over for mankind. He would eternally be the ruler, the God of this world. Er dachte, jetzt hat er gewonnen. Jetzt wird's für alle Ewigkeit vorbei sein mit dem Menschen. Er hat Gott und seinen Sohn bezwungen und für alle Ewigkeit die Herrschaft an sich gerissen. But our Father God is wiser. Aber unser Vater, Gott unser Vater, ist weiser. He knew the nature of the devil. He knew the nature of the world, and the devil played right into it. Er kannte das Wesen in die Natur der Welt und des Teufels, und mit dieser Natur hat er ihm direkt in die Karten gespielt. And on that day, und an diesem Tag, when he thought that he had won, als er dachte, dass er gewonnen hat, the Father, war der Vater, the Lord Jesus, und der Herr Jesus Christus, and the Holy Spirit, und der Heilige Geist, knew that there was something coming. Und sie wussten, dass da was im Anflug ist. The prophets had prophesied it. Und die Propheten hatten das geweissagt. All the way back in the book of Genesis, and that's where I want to begin today. Und zwar angefangen vom ersten Buch Mose, und da möchte ich heute beginnen. We have the first prophecy. Da haben wir die allererste Prophetie about what Jesus would do. Darüber, was Jesus tun wird. Through the cross and through the resurrection. Durch das Kreuz und durch seine Auferstehung. You can begin reading with me. Ihr könnt mit mir anfangen lesen. In the 15th verse. It says, and I will put enmity between the woman. Genesis 3, verse 15. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. And I will put enmity between thee and the woman. Da steht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. The Lord God is speaking here. Gott der Herr spricht hier. To Satan. Und zwar zu Satan. The one that has come in the form of the serpent. Der eine, der gekommen war in Form einer Schlange. That has tempted man. Der den Menschen versuchte. Man has yielded to him. Und der Mensch hat sich ihm hingegeben. And as a result, he has taken on a nature of spiritual death and been separated from God. Und als Ergebnis davon hat er eine Sündennatur angenommen, was ihn dann von Gott trennte. That was Satan's plan. Und das war Satans Plan. He wanted this earth back that at one time he ruled when he was Lucifer. Er wollte diese Erde zurückhaben, so wie zu der Zeit, als er einmal als Lucifer die Herrschaft über die Erde gehabt hatte. He wanted his throne back on the earth and he wanted to use that throne to overthrow the throne of God. Er wollte seinen Thron auf Erden zurückhaben, den er hatte. Und er wollte damit mit diesem Vorhaben auch Gottes Thron überragen. He could no longer go to heaven. Er konnte nicht mehr länger in den Himmel gehen. Because on that day when he was Lucifer and revolted against God and wanted to overthrow the throne of God. Denn an dem Tag, als er als Lucifer die Revolte startete, um Gottes Thron zu stürzen, he lost his place. Dabei hat er dann seinen Platz verloren. He could no longer lead praise and worship in heaven. He could no longer ascend to God in heaven. Er konnte nicht mehr länger den Lobpreis in Anbetung im Himmel leiten, und er konnte auch nicht mehr in den Himmel zu Gott aufsteigen. Jesus saw that day. Und Jesus sah genau diesen Tag. He said, I saw Satan fall from heaven as lightning falls to the earth. Er sagte,
Ich sah, wie Satan aus dem Himmel zur Erde fiel, wie ein Blitz herniedergeht. So he looked at this day. Und er sah an diesem Tag, that God created Adam and Eve, wo Gott Adam und Eva geschaffen hatte, for the way to get back into the earth, um einen Weg zu finden, wieder zurück in die Erde zu kommen, and to get his place on the earth back, und seinen Platz auf Erden zurückzuerobern. He came in the garden. Und so kam er in den Garten rein. In the form of a serpent. In der Form einer Schlange. And the creation, man, that had been made from the dust of the ground. Und die Schöpfung, der Mensch, der vom Staub des Bodens gemacht worden war. Was his avenue. Der war sein Mittel. If I can get that man. Und er sagte, wenn ich diesen Menschen kriegen kann, eat of that one tree, wenn ich ihn dazu bringe, von diesem einen einzigen Baum zu essen, that was put in that earth because God had to put something there legally. Der hier auf diese Erde gesetzt wurde, weil Gott auf Erden ganz legal etwas benötigte, that man needed to say no to. Wo der Mensch Nein dazu sagen sollte. Man didn't say no. Der Mensch sagte aber nicht Nein dazu. When he was tempted of Satan, als er von Satan versucht wurde. And Adam died spiritually, Eve died spiritually, they were separated from God because of sin. Und Adam starb geistig und auch Eva starb geistig, als sie beide sündigten und davon aßen. And the devil thought, und so wie sie getrennt von Gott waren, dachte der Teufel, dass er da gewonnen hatte. Ich habe den Fluch auf die Erde gebracht. Sin. Die Sünde. Sickness. Krankheit. Poverty. Und Armut. I've caused the relationship between God and man and the spirit to be broken. Ich habe es geschafft, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch im Geist zerbrochen wurde. But God is wiser. Aber Gott ist weiser. God is wiser. Gott ist weiser. He had a plan. Er hatte einen Plan. He said there's gonna be division between you and the woman. Er sagte, es wird Feindschaft kommen zwischen dir und der Frau. But what's gonna happen? Und was wird passieren? And between thy seed, referring to the devil's seed, und zwischen deinem Samen, Bezug nehmend auf den Samen des Teufels, and her seed, und ihrem Samen, we find that there would come a man through the seed of a woman. Wir finden hier heraus, dass ein Mann kommen wird durch den Samen einer Frau. Where a man had no involvement with her conception. Wo ein Mann bei seiner Empfängnis keinen Teil dabei hatte. Would come through a virgin. Und dieser Mann würde durch eine Jungfrau kommen. Adam was responsible. He was not deceived. He committed the sin of high treason. Adam war verantwortlich, denn er ist nicht verführt worden, sondern er hat die Sünde des Hochverrats begangen. But our God is wiser. Aber unser Gott ist weiser. He's wiser. Er ist weiser. He knew that woman was deceived. She wasn't held accountable for the sin. Er wusste, dass die Frau nicht verantwortlich gemacht werden konnte für die Sünde, weil sie verführt wurde. And he knew the only way to take care of the problem, the curse in the earth, was to come as a man in a body. Und so wusste er, dass die einzige Chance, den Fluch von der Erde wieder wegzunehmen, dass er als Mann in einem menschlichen Körper auf die Erde kommt. Und so sagte er, ich werde übernatürlich durch eine Frau dahin gehen. And the Holy Spirit is going to be her father, the father of that son. The Word is going to become flesh. Und der Heilige Geist wird der Vater dieses Sohnes sein und das Wort wird auf diese Weise Fleisch werden. Oh, somebody say something. Sag mal jemand was hier. And what's this seed gonna do? What's this son? What's this child gonna do? Und was wird dieser Same tun? Was wird dieser Sohn tun? Was wird dieses Kind tun? And it shall bruise your head. Es wird dir den Kopf zertreten. Halleluja. Halleluja. It shall bruise your head. Es wird dir den Kopf zertreten. It shall bruise your head. Es wird dir den Kopf zertreten. You're gonna bruise his heel. Du wirst ihn in die Ferse stechen. But this seed that comes out of the woman gonna give you a big head blow. Aber dieser Same, der aus der Jungfrau hervorkommen wird, wird dir einen er wird dir den Kopf sprengen. You know, you can get a bruise to your heel and that's not fatal.
Weißt du, du kannst deine Verse zertrümmern, aber das hat keine fatalen Auswirkungen. But when you get a big blow to your head, you're out. Aber wenn du einen Schlag, einen tödlichen Schlag auf den Kopf bekommst, dann ist das fatal. And on that Good Friday, und an diesem guten Freitag, that was the devil's biggest shot. War das der größte Treffer des Teufels, when Jesus went to the cross, als Jesus ans Kreuz ging, which represented that bad tree that Adam and Eve ate of. Was diesen bösen, schlechten, schlimmen Baum repräsentierte, von dem Adam und Eva gegessen hatte. He took care of the problem of the first Adam. Er kümmerte sich um das Problem des ersten Adams. On the cross. Am Kreuz. He took your sin. He took mine. He took your poverty. He took mine. He took your sickness. He took mine. Er nahm deine Sünde auf sich. Er nahm meine Sünde auf sich. Er nahm deine Krankheit auf sich und meine Krankheit auf sich. Und er nahm deine Armut auf sich und meine Armut auf sich. Er nahm den Fluch auf sich am Kreuz. The chastisement of our peace was on him. He took care of your mental problem. Und er nahm die Strafe der Sünde auf sich selbst zu deinem Frieden und er kümmerte sich um alle seelisch-mentalen Probleme. He was made poor that you might be made rich. He took care of your financial problem. Und er wurde arm gemacht, damit du in ihm reich würdest und er hat sich um deine Finanzen gekümmert. And he was made sin with your sin. Und er wurde zur Sünde gemacht mit deiner Sünde. He took care of your sin problem. Er hat sich gekümmert um dein Sündenproblem. Jesus went to hell. Jesus ging damit in die Hölle. You see, many times people talk about what he went through physically. I got news for you. It was even worse in the soul. And I got news for you. It was even worse in the spirit. Ich sag's euch. Menschen betrachten oftmals das Leiden Jesu, was er körperlich durchmachte. Aber eins ist sicher, was er seelisch litt, war noch viel schlimmer. Und noch viel schlimmer als all das zusammen war sein Leiden, das er geistig durchlitt. He went to hell. Denn er ging in die Hölle. He went to hell. Er ging so in die Hölle. As a sinner, he went to hell with your sin separated. Er ging als ein Sünder mit deiner Sünde in die Hölle, als ein Sünder völlig abgetrennt. It began. Und das fing an. On the cross. Am Kreuz. My God. Mein Gott. My God. Mein Gott. Before it was always Father, but on that cross it was my God. Vorher war es immer Vater für ihn, aber an diesem Kreuz war es dann mein Gott. He'd never been separated out of all eternity past. He'd never been separated from God. Er war noch nie von Gott getrennt gewesen. Aus der gesamten vergangenen Ewigkeit war er noch nie von Gott, dem Vater, getrennt gewesen. But he identified with the entire human race that was dead in its sin. Aber er identifizierte sich mit der gesamten Menschheit in seiner toten, sündigen Natur. And he went to hell. Und er ging damit in die Hölle. Your place he took there. Und er hat dort deinen Platz eingenommen. On the cross. Am Kreuz. In the mental anguish in hell he took your place. Er hat deinen Platz eingenommen mit all den mentalen Leiden. Auch in der Hölle hat er voll alles erfüllt. And God called that. Und Gott hat das genannt. A bruise to the heel. Einen Fersen zertrümmern. It was the devil's biggest. Es war der stärkste Schlag des Teufels. And Jesus was down on the floor of the boxing ring. Und Jesus war sozusagen zu Boden gegangen im Boxring. And the referee was there. Und der Schiedsrichter war dabei. Three. Und er zählte drei. Two. Zwei. And out of heaven. Und aus dem Himmel. I'm satisfied. Komm, ich bin zufrieden. You see, God is not only a father, but he's a judge. Seht ihr, Gott ist nicht nur ein Vater, sondern er ist auch ein Richter. He's holy, he's perfect. Er ist heilig und vollkommen.
He's a judge. Er ist ein Richter. He does things legal. He does things right. Er tut alles legal und richtig. He said, I'm satisfied. Und er sagte, ich bin zufrieden. Satisfied for what? Zufrieden für was denn? He's innocent. Er ist unschuldig. Innocent? Unschuldig? He's innocent. Er ist unschuldig. No. Nein. He's sin. Er hat gesündigt. He's sin. Er hat gesündigt. Where did he get the sin? Wo hat er denn die Sünde her? Look at your neighbor, say you. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm, von dir. God said, I'm satisfied. Gott sagte, ich bin zufrieden. He's innocent. Er ist unschuldig. Why? Warum? Because he gave up his life. Weil er sein Leben aufgab. And because he gave up his life, und weil er sein Leben aufgab, and we were in him, und wir in ihm waren, he had the legal right, hatte er das ganz legale Recht, to take it back, es zurückzunehmen. Oh, come on. So when God saw that the most precious human being to ever walk the face of the earth, that never sinned, that was pure, that was innocent, paid the price. Als Gott der Vater also sah, als dieser eine Mensch, der vollkommen unschuldig und rein gewesen ist von jeher, als er den Preis voll bezahlt hatte. Jesus took that life back. Da nahm Jesus dieses Leben wieder zurück. He said, ha, ha, devil. Und er sagte, ha, ha, Teufel. He got you on this one. Ich hab dich hier gekriegt. We were in him as a sinner man. Wir waren in ihm als ein Sünder. But the same time we were in him at the resurrection. Aber zur selben Zeit waren wir auch in ihm bei seiner Auferstehung. The greatest event of history. Das gewaltigste Geschehen in der gesamten that's Geschichte. That's not fair. The devil said that's not fair. Das ist aber nicht fair, meckerte der Teufel. Das said, ist yes, nicht fair. It is. He was an innocent man. He did it for them. Und Gott sagte, er war ein unschuldiger Mensch und er hat es für sie getan. And his life and his blood was enough to pay for all of us. Und sein Leben und sein Blut war genug für alle von ihnen zu zahlen. Hallelujah. 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 Jesus rose from the lowest point of defeat to the highest place of victory. Jesus stieg auf vom niedrigsten Ort der Niederlage bis an den höchsten Ort des totalen Sieges. Jesus fulfilled this verse. Und Jesus hat diesen Vers erfüllt. Satan did his part. He didn't know it, but he did his part. Satan hat seinen Teil getan. Er hatte keine Ahnung davon, aber er hat seine Rolle voll erfüllt. But Jesus knew it. Aber Jesus wusste. And he did his part. Und hat seinen Teil getan. And thou shall bruise his head. Und du wirst ihm den Kopf zertreten. He got a mighty head blow at the resurrection. Er hat bei der Auferstehung Jesu seinen Kopf zersprengt bekommen. In Revelation 1 in verse 18 und im Offenbarung Kapitel 1 Vers 18. Can you hear Jesus saying this? Könnt ihr hören, wie Jesus das sagt? Listen to what he said. Hört euch das an, was er sagte. I was dead. Ich war tot. And behold, und siehe, I am alive. Ich lebe. Forever. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Why did he say that? Warum sagte er das? Because this resurrection life is now, forever. Weil dieses Auferstehungsleben jetzt ist, für alle Ewigkeit. You understand? Versteht ihr? When you get the life that he's talking about, you will never ever again be separated from God. Wenn du dieses Leben empfängst, von dem er hier redet, wirst du nie wieder von Gott getrennt sein.
For eternity. Für alle Ewigkeit. This life is just this. Dieses Erdenleben ist nur ein Wimpernschlag. We're talking about forever, never being separated from God, because we have this life. Aber wir reden hier von der wirklichen Ewigkeit, wo wir dieses Leben haben und nie wieder getrennt sein werden von Gott dem Vater. This life is so powerful. Nothing could keep it down. Und dieses Leben ist so kraftvoll, dass nichts das niederhalten konnte. This life is so powerful. Dieses Leben ist so stark. Do you realize the condition of Jesus' body on the cross? Habt ihr jemals wirklich erkannt, in welchem Zustand der Körper Jesu war, als er am Kreuz hing? If you go to Isaiah 52, the last verse, it says that his visage was so marred that people couldn't even look. Wenn man ans Ende des Kapitels 52 im Buch Jesaja geht und den Vers dort liest, da wird beschrieben, dass Jesus so entstellt war, dass die Menschen ihn nicht mehr anschauen konnten. I have heard that even the Roman soldiers that looked at him, some of them fainted because he was so marred. Und es gibt Berichte, dass sogar einige der römischen Soldaten, als sie ihn dort dann anschauten, wirklich ja, zu Boden gingen sozusagen. Sie konnten es nicht aushalten, ihn so anzuschauen. But think about what happened. Aber denkt mal drüber nach, was when geschah. He came out of hell, als er aus der Hölle wieder rauskam, all of the force of hell was against it. Da waren alle Kräfte der Hölle dagegen. Think about all of the physical laws that were working in the body. Und denkt mal über alle physischen Gesetze nach, die am Wirken waren im Körper. There's not one organ that could come back together. Da war kein einziges Organ mehr übrig, was wiederhergestellt werden hätte können. There's no nerve that can be repaired. Und da gibt's keinen Nerv, der wieder repariert werden hätte können. There's no muscle that can be healed. Da gibt's keinen Muskel, der wieder geheilt werden hätte There's können. No disease that won't go. Und da wäre keine Krankheit gewesen, die If nicht mehr gehen würde. If a doctor looked at this body, you could have all of the fine medical doctors of the world, but every one of them would have said, no hope for this body to ever live again. Und es wäre ganz egal gewesen, zu welchem Arzt der Erde man gegangen wäre, jeder Einzelne hätte sagen müssen, für diesen Mensch gibt es keine Hoffnung mehr, jemals wieder ans Leben zu kommen. But Church, aber Gemeinde, when Jesus rose from the dead, als Jesus aus den Toten auferstand, there was something in that life, da war etwas in diesem Leben, that put those organs back together, that put those nerves back together, that put those cells back together. Was diese Organe wieder reparierte, was diese Nerven wiederherstellte, was diesen Körper wieder ganz machte. The word says, und das Wort sagt, that if the spirit of him that raised up Christ from the dead dwell in you, he shall quicken your mortal body. Halleluja. Wenn der Geist dessen, der Jesus Christus wieder lebendig gemacht hat und auferstehen hat lassen, in euch lebt, dann wird er auch eure sterblichen Körper lebendig machen. Halleluja. Halleluja. Remember? Erinnert euch. The first day that Jesus came in contact with Peter. Am ersten Tag, als Jesus in Kontakt trat mit Petrus. You remember? Erinnert ihr euch? Throw it out one more time. Werf es noch mal raus. Peter had his worst business day. Petrus hatte seinen schlimmsten Geschäftstag. And he ended up with the best one. Und dieser Tag endete aber als sein erfolgreichster. Do you remember when Jesus raised from the dead? Erinnert euch, als Jesus aus den Toten auferstand? And they were out there in the sea again. Und sie waren wieder draußen am See. He was made poor that you might be made rich. Er wurde arm gemacht, damit ihr in ihm reich würdet. Oh, somebody do something in this place. Mach mal jemand was hier. So can you hear him say? Also könnt ihr ihn das sagen hören? I was dead. Ich war tot. And behold, I'm alive. Und siehe, ich lebe. Forevermore. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. And I have the keys.
Ich habe die Schlüssel. I have the keys. Ich habe die Schlüssel. We've learned that it's the revelation, the word that opens the doors. Wir haben gelernt, dass es die Offenbarung des Wortes ist, was die Türen öffnet. Of all the promise of God in your life. Für alle Verheißungen Gottes in eurem Leben. You know who you are. Ihr wisst, wer ihr seid. I'm walking in favor. Ich bin in Gunst unterwegs. You know who you are. I'm healed. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin geheilt. You know who you are. Und du weißt, wer du bist. No virus gonna touch me. Kein Virus kann dich anpacken. You know who you are. Du weißt, wer du bist. My past is gone. I'm a new creation. Deine Vergangenheit ist vergangen und du bist eine neue Schöpfung. Condemnation is gone. Hallelujah. Hallelujah. You got the same one in you that raised Jesus from the dead. Und du hast denselben in dir, der Jesus aus den Toten auferweckte. Hallelujah. Hallelujah. The same one. Denselben. The same life. Dasselbe Leben. Hallelujah. Hallelujah. In Matthew 28. In Matthäus 28. It's getting hot in here. Hier drin wird's echt heiß. Ja. Think about the women. Denk mal über die Frauen nach. That had come down to the sepulcher. Die gekommen sind hin zum Grab. Think about that day. Denk mal drüber nach. They found an empty tomb. Da haben sie das Grab leer vorgefunden. I tell you, we ought to wear empty tombs around our neck. Ich sag euch, wir sollten um unseren Nacken herum leere Gräber tragen. Not just crosses. Nicht eben nur Kreuze. You can wear a cross and an empty tomb. Hallelujah. Du trägst ein Kreuz und ein leeres Grab. The cross speaks of defeat. The empty tomb speaks of the victory. Das Kreuz redet von der Niederlage. Das leere Grab redet vom Sieg. The cross speaks of our condition before we know Jesus. Das Kreuz redet von unserem Zustand, bevor wir Jesus kannten. The empty tomb speaks of our position after we know Jesus. Und das leere Grab redet von unserer Position, nachdem wir Jesus kannten und er aufstand. That's why we baptize people in water. It's a funeral service for the old man that died. Und deshalb taufen wir Menschen auch im Wasser als ein Begräbnis, als eine Begräbnisfeier für den alten Menschen, der starb. That died in Jesus on that cross. Dieser Mensch, der in Christus starb am Kreuz. I'm going down to the river. I'm going down to the river. I'm gonna be buried. I'm gonna be buried. Ich werde hingehen zum Fluss und werde dort begraben werden. And I'm coming out of the river. Und ich komme aus dem Fluss wieder raus. I'm coming out of the river. I'm coming out alive. Ich komme wieder raus aus dem Fluss und zwar lebendig. The old man is dead. Der alte Mensch ist tot. And I'm risen again, a new creation in Christ. Und ich bin von neuem auferstanden. Verstanden als Neuschöpfung in Christus. I got the same life in me that came out of that grave. Und ich habe dasselbe Leben in mir, also dasselbe Leben, das aus dem Grab hervorkam. Life in me that hell could not hold down. Ich habe dasselbe Leben in mir, was die Hölle nicht niederhalten konnte. I got the same life in me that caused hell to have a miscarriage. Ich habe dasselbe Leben in mir, das der Hölle eine Missgeburt verpasste. Couldn't hold Jesus. Eine Fehlgeburt und man kann Jesus kennen. You could never go to hell with his life in you. Du kannst mit seinem Leben in dir nie in die Hölle gehen. Born again people don't go to hell. You can't go to hell with his life in you. It would automatically kick it out. Von neuem geborene Menschen können nicht in die Hölle gehen. Dieses Auferstehungsleben in uns kann uns niemals in die Hölle bringen, weil dieses Leben würde uns automatisch dort wieder rauskatapultieren. Oh, somebody do something in Mach this place, mal jemand my was goodness. Hier. Hallelujah. Hallelujah. Jesus fulfilled those verses that we read today, Isaiah 53, 3-6. Hallelujah. Jesus hat all diese Verse erfüllt, die wir heute gelesen hatten in Jesaja 53, die Verse 3-6.
Jesus fulfilled Psalms 22 that we could have Psalms 23. Jesus hat Psalm 22 erfüllt, damit wir einen Psalm 23 haben können. The Lord is my shepherd, I shall not want. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Auch wenn ich wandere durchs Tal des Todesschattens, fürchte ich keinerlei Unglück. Hallelujah. 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 Oh, Hallelujah. 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 So can you hear Jesus say it? Könnt ihr also hören, wie Jesus das sagt? Can you hear when Mary went to him? Könnt ihr hören, wie als Maria zu ihm kam? And the angel manifested and said, "Fear not." Und der Engel sich manifestierte und ihr zusprach, fürchte dich nicht. What happened when Adam sinned? The first thing that came was fear. Was passierte, als Adam am Anfang sündigte? Das erste, was geschah, war, dass Angst in ihn einzog. But what was the first word to the women that went to see the empty tomb and the angel appeared? Fear not. Aber was war das erste Wort, was diesen Frauen zugesprochen wurde, als sie zum leeren Grab kamen? Es war: Fürchtet euch nicht. Jesus takes the fear away. Jesus nimmt die Angst weg. When you know who you are in Christ, the fear's gone. Wenn du weißt, wer du in Christus bist, ist deine Angst weg. Hallelujah. Hallelujah. No more fear of dying. No more fear of where you're gonna go when you leave this life. No more fear. Keine Todesangst mehr. Keine Angst mehr davor, wenn du nicht weißt, wo du nach diesem Leben hier hingehst. Keine Angst mehr. No more fear of a little virus. Auch keine Angst mehr vor einem winzig kleinen Virus. No more fear of an incurable disease. Keine Angst mehr vor irgendeiner unheilbaren Krankheit. No more fear about your finances. Keine Angst mehr vor irgendwelchen finanziellen Schwierigkeiten. No more fear, regardless of how crazy some of the people say you are. Keine Angst mehr davor, wenn die Leute sagen, wie verrückt du seist. No more fear when you go to sleep at night. Keine Angst mehr, wenn du dich nachts schlafen legst. Because he gives his beloved rest. Weil er seinen Geliebten Ruhe gibt. No more fear. Keine Angst mehr. No more fear. Keine Angst mehr. Fear not. Fürchte dich nicht. Why? Warum denn? Because resurrection power is here. Weil Auferstehungskraft hier ist. He's conquered fear. He's conquered the grave. He's conquered the curse. Er hat die Angst bezwungen. Er hat das Grab überwunden und er hat den Fluch beseitigt. No fear of the devil. Keine Angst mehr vor dem Teufel. Halleluja! I think it was Smith Wigglesworth. Und ich denke, es war Smith Wigglesworth. He was sleeping one night. Eines Nachts schlief er. He woke up. Und er wachte auf. He saw a vision of the devil. Und da sah er eine Vision vom Teufel. Standing beside the bed. Der neben ihm am Bett stand. He said. Er sagte: Oh, it's you. Ach, du schon wieder. He went back to sleep. Und er schlief wieder ein. Halleluja! Halleluja! No more fear. Keine Angst mehr. It's the devil. Authority over the devil. No more fear. Sieg über den Teufel. Keine Angst mehr vor ihm. Hallelujah. Hallelujah. Fear not. Fürchte dich nicht. I mean, this was a really bad day for these women. Ich meine, das war ein wirklich schlimmer Tag für diese Frauen. Jesus had been crucified. They're on the way to the tomb. No way. What could be worse than them to steal the body? Jesus ist ja gekreuzigt worden und sie waren dann auf dem Weg zum Grab. Und was kann denn schlimmer sein, als wenn jemand dann noch den Leichnam stiehlt? Can you imagine if the angel hadn't manifested and said that and they got to the tomb and the stone was rolled away? There's no body. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie sind auf dem Weg zum leeren Grab, der Stein ist weggerollt und die Engel wären nicht erschienen, hätten das gesagt. Und sie kommen hin und finden das Grab leer. So think about the love of God. He sent an angel on the way, so they would know, hey, something happened here.
Und denkt mal hier über die Liebe Gottes nach, der für diese Frauen den Engel dorthin schickte, sodass sie Bescheid wissen konnten, dass hier wirklich was passiert ist. And then this Mary shows up, und dann taucht Maria auf, who Jesus had ministered greatly to, der Jesus gewaltig gedient hatte. And he appears. Und er erscheint. And she loved him so much. Und sie liebte ihn so sehr. And she wants to grab him. Und sie wollte ihn umarmen. And she falls at his feet. Und sie fällt vor ihm zu Füßen. But think about it. Und denk mal drüber nach. Jesus, he could have resurrected and got straight up to heaven. Jesus hätte auferstehen können und direkt in den Himmel gehen können. Because he was on his way to put the blood on the mercy seat of heaven. Weil er auf seinem Weg war, sein eigenes Blut vor den Richterstuhl im Himmel, vor den Barmherzigkeitsstuhl im Himmel zu bringen. Aber er war so freudig, so ergriffen davon, dass er zurück auf die Erde kam, um uns davon zu berichten, was er tat. He wanted to get back here on the way up. He stops off at Earth. Er wollte auf seinem Weg in den Himmel hier auf Erden noch einen Zwischenstopp einlegen. And Mary shows up. Und dabei taucht Maria auf. And he speaks. Und er spricht. And she doesn't know in the beginning who it is. Und sie weiß am Anfang noch gar nicht, wer es ist, der mit ihr redet. But he speaks. Aber er spricht. And the moment he speaks. Und in dem Moment, wo er spricht. Master, Lord, Jesus, can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? Meister, Herr, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And she falls down at his feet. Und sie fällt ihm vor die Füße. But Jesus said. Aber Jesus sagte. He could only go so far. Er konnte nur so weit gehen. You understand? Versteht ihr? Don't you think Jesus wanted to... Denkt ihr nicht, dass Jesus sie auch umarmen wollte? It could have been the biggest hug of history. Es hätte die größte Umarmung der Geschichte werden können. But he couldn't do it. Aber er konnte das nicht machen. Why? Warum? He couldn't be contaminated with the touch of man yet. He had to go all the way. Er konnte noch nicht verunreinigt werden durch die Berührung eines Menschen, denn er war noch nicht voll den Weg durchgegangen bis nach oben. You see, he raised as the high priest. Denn seht ihr, er ist auferstanden als der Hohepriester. Not with the blood of animals, but with his own blood to put on the mercy seat of heaven in God, so that there would be no gap. Er war auf dem Weg in den Himmel zum Barmherzigkeitsstuhl im Himmel mit seinem eigenen Blut, nicht dem Blut von irgendwelchen Tieren, sondern seinem eigenen Blut. And then, und dann, he sat down, setzte er sich nieder, at the right hand, zur rechten Hand. From the lowest to the highest position of authority. Von dem allerniedrigsten Ort hin zum allerhöchsten Platz von höchster Autorität. Jesus did. Und das ist es, was Jesus tat. Oh, somebody say something in this Sag place. Mal jemand was hier. Hallelujah. Hallelujah. He had met the claims of justice. Er hat der Gerechtigkeit Genüge getan. He took his blood as the high priest into the heavenly holies of holies to make eternal redemption would be eternal. Und er ist als hoher Priester mit seinem eigenen Blut in das Himmlische gegangen, ins Himmlische Allerheiligste, ins Heiligtum, um dort ewige Erlösung bereitzustellen. Ewige Erlösung. This redemption is eternal. Diese Erlösung ist für ewig. Eternally the price has been paid. We don't pay for it anymore. Für alle Ewigkeit. You can't pay for it. Für alle Ewigkeit ist der Preis bezahlt worden. Für Ewigkeit. Und du kannst nichts zahlen. There's nothing you can do. Es gibt nichts, was du tun kannst. To pay for what Jesus did. Um für das zu bezahlen, was Jesus getan hat. And he's the only one that was good enough to do it. Und er war der einzige, der gut genug war, um das zu schaffen. It's not a temporary payoff. It's an eternal payoff. Somebody say something. Es ist keine vorübergehende Abzahlung, sondern es ist eine ewige Bezahlung. Do you know how many religious people there are today trying to pay and pay and pay and pay and hopefully I've done enough good? You cannot do it. Wisst ihr, wie viele religiöse Leute sich heute so hart anstrengen, um zahlen und zahlen und zahlen zu können und die es nie schaffen? Und wisst ihr, dass man auch nicht genügend Gutes tun kann, um das je zu schaffen? Oh, look at your neighbor and say your redemption is eternal. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm,
deine Erlösung ist ewig. Jesus paid for it with his own priceless, precious blood. Denn Jesus hat mit seinem eigenen, unbezahlbaren Blut bezahlt. Halleluja. 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 Aren't you glad? Seid ihr nicht froh darum? Aren't you glad for what he did? Seid ihr nicht froh für das, was er getan hat? Halleluja. Halleluja. Now we understand. Jetzt verstehen wir. What it says in John 8:12. Was in Johannes 8:12 steht. I am the light. Ich bin das Licht. I am the light. Ich bin das Licht. I am the light. Ich bin das Licht. Of the world. Der Welt. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Halleluja. Halleluja. You think about the physical giants that were in the earth at one time. Denk mal über die physischen Riesen nach, die zu einer Zeit sich auf Erden befanden. You find mention of them in the book of Genesis. Man findet den Bericht von ihnen im ersten Buch Mose. Think about the giant Goliath. Oder denk mal über den Riesen Goliath nach. But you know what? Aber wisst ihr was? When Jesus raised from the dead. Als Jesus aus den Toten auferstand. He did something. Da hat er etwas gemacht, to make you a spiritual giant. Um dich zu einem geistigen Riesen zu machen. Halleluja. Halleluja. Greater is he, größer ist der, that is in you, der in dir ist, than any big thing in this earth. Als irgendetwas Großes, oh, hier auf my. Erden. Oh my. That's why Jesus said we would even have the power to speak to the mountain and it would move. Deshalb sagte Jesus auch, dass wir die Kraft haben würden, zum Berg zu sprechen und er wird sich wegheben. You have mountain moving faith in you. Du hast Berge versetzenden Glauben in dir. You have love in you that goes beyond all borders. Du hast Liebe, die über alle Grenzen hinweggeht. You have peace in you. Du hast Frieden in dir. That no cares of this world can overcome. Den keine Sorgen dieser Welt überwinden können. You have a joy in you that knocks out every depression. Und du hast Freude in dir, die jede Depression rausschlägt. You have a geduld in you. You have a patience. You can wait until the promise manifests. Und du hast auch Geduld in dir, die es schafft, zu warten, bis jede Verheißung sich erfüllt hat. And you're so kind when the world is so full of evil, you're always looking for good to do. Und du bist so freundlich, dass ganz egal, wo die Welt Übles vorhat, du immer noch was Gutes tun kannst. Your Father God never runs out of ideas on how to bless people and be good to people. Und Gott der Vater, ihm gehen nie die Ideen aus, wie er sich um Menschen kümmern kann und sie segnen kann. And that giant nature is in you. That giant power is in you. That giant presence of God, somebody say something, is in you. Und diese gigantische Gegenwart Gottes, diese Kraft und dieses Leben, all das ist in dir. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Lord. Danke, Herr. Aren't you glad? Seid ihr nicht froh? You got him in you. Ihr habt ihn in euch drin. Aren't you glad you got him in you? Seid ihr nicht froh, dass ihr ihn in euch habt? Halleluja. Halleluja. This light shines out and the darkness cannot comprehend it. Dieses Licht strahlt in der Finsternis und die Finsternis kann es nicht ergreifen. In this light is life. Und in diesem Licht ist Leben. It produces wisdom. Es bringt Weisheit hervor. It produces creative ability. Es bringt kreative Kraft hervor. There's a light that no darkness can put out. Es ist ein Licht, das keine Finsternis bezwingen kann. It produces freedom. Und es bringt Freiheit. It gives a brand new kind of love. Es gibt, dieses Licht gibt eine ganz neue Art der Liebe. It emptied the tomb. Und dieses Licht, diese Liebe hat das Grab leer gemacht. It emptied your spirit. Es hat auch deinen menschlichen Geist of everything that was ungodly. Geleert, entleert von allem, was ungöttlich war. And filled you. Und hat dich gefüllt with God himself. Mit Gott selbst. That's what this day is about. Genau das ist es, worum sich dieser Tag dreht. You cannot be a Christian, du kannst kein Christ sein, if you don't believe in the resurrection. Wenn du nicht an die Auferstehung glaubst.
Everything that we believe goes back to this day and what Jesus did. Alles, was wir glauben, geht zurück auf diesen Tag, was Jesus gemacht hat. If you stay at the cross, you stay dead. Wenn am Kreuz geblieben ist, dann sind wir alle tot. You go there. Denn ihr geht dorthin, to recognize you're a sinner. Um zu erkennen, dass man ein Sünder ist. And that Jesus took your place. Und dass Jesus dort deinen Platz eingenommen hat. But please, aber bitte, please, bitte, don't stay there. There's a resurrection. Bleib nicht dort stehen, denn es gibt die Auferstehung. And this is where the new birth comes. Und da ist der Punkt, wo die neue Geburt eintritt. When you believe he took your sin and when you believe in him, that life that raised him from the dead came in you. Wo du glaubst, dass er deine Sünde auf sich genommen hat, dass er so gestorben ist. Und wenn du das glaubst, dass du sein Leben zur Auferstehung empfängst. The greatest day, der größte Tag of history, der Geschichte. And that's what we celebrate. Und das ist es, was wir feiern. I'm gonna play a short video. Ich werde ein Halleluja. I am he that liveth and was dead. Ich bin der, der lebt und ich war tot. Isn't that powerful? Ist das nicht kraftvoll? There's a full version of that song. Es gibt eine volle Version von diesem Lied. But this is the one with the video. Aber das ist die Ausgabe, wo das Video dabei ist. So powerful. So kraftvoll. So powerful. So stark. Hallelujah. Halleluja. If you've never received Jesus as your Savior, wenn du Jesus noch nicht als deinen Erretter angenommen hast. He gave his life for you. Er gab sein Leben für dich. He took your sin. Er hat deine Sünde auf on sich genommen, cross. An diesem Kreuz. But he didn't stay there. Aber er ist nicht dort geblieben. He raised from the dead. Er ist aus den Toten auferstanden. Jens, when you got saved a few weeks ago, Jens, als du vor ein paar Wochen errettet worden bist, what was in that video? Was in diesem Video hier war, is in you. Ist jetzt in dir. You're not a little man. Du bist kein kleiner Wurm. You got a big one in you. Du hast den Größeren jetzt in And dir. He's bigger than you are physically. Und er ist größer, als du physisch bist. It's always that way. Es ist immer so. So I want to pray a prayer. Also ich möchte ein Gebet sprechen. And I know we have people with us online. Und ich weiß, dass wir ja auch Leute online mit uns jetzt hier verbunden haben. It's interesting, some of the people that tell me that we watch you online. Es ist interessant, wie Leute manchmal erzählen, dass wir online euch anschauen. I had another neighbor yesterday. Gestern hatte ich einen weiteren Nachbarn, that you don't even realize. Wo ich es nicht mal bemerkt hatte. And that's why we give people opportunity to receive the Lord. Und genau deshalb geben wir ja Menschen auch die Möglichkeit, Jesus als den Herrn und Retter anzunehmen. In all the services. In all den Gottesdiensten. That we can. So wie wir können. Because we don't want people to go to hell. Denn wir wollen nicht, dass Menschen in die Hölle gehen. And we don't want you to continue to go on in this life separated from God and full of fear. Und wir wollen auch nicht, dass du in diesem Erdenleben ohne Gott weitergehst in deinem alten Weg und getrennt bist von Gott und deswegen voller Angst bist. But we want you to have this new life, sondern wir möchten, dass du dieses neue Leben hast, that Jesus resurrected to give us, für das Jesus auferstanden ist, damit er es uns geben kann. And it's this simple. Und es ist so einfach. You believe in your heart, du glaubst von Herzen, that God raised him from the dead, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. And you call him the Lord of your life. Und du nennst ihn den Herrn deines Lebens. And when you do that, und wenn du das tust, you confess him as your Lord. Bekennst du ihn als deinen Herrn. You confess what you believe. Du bekennst, was du glaubst. You're saved. Und du bist errettet. That's all it takes. Das ist alles, was es dazu braucht. And so I'm gonna lead you in a prayer. Also werde ich dich in ein Gebet leiten. And I want you to pray this prayer with me right now. Und ich möchte, dass du dieses Gebet jetzt mit mir sprichst. And let's all pray it together. I know that you're saved, most of you. Und ich, maybe all of you. Lasst uns zusammen dieses Gebet sprechen, auch wenn ich weiß, dass ihr ja höchstwahrscheinlich alle hier schon von neuem geboren seid. Lasst uns das aber trotzdem zusammen mitbeten. But you can help me. Wo ihr mir dabei helfen könnt, to lead somebody else. Jemanden anderen da reinzuleiten.
So, Jesus. Also, Jesus. I believe in you. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. I believe you took my sin on the cross. Ich glaube, dass du meine Sünde am Kreuz auf dich genommen hast. Ich glaube, dass du meine Sünde am Kreuz auf dich genommen hast. I believe you went to hell for me. Ich glaube, dass du für mich in die Hölle gegangen bist. Ich glaube, dass du für mich in die Hölle gegangen bist. I believe Jesus you raised from the dead. Und ich glaube, dass du Jesus aus den Toten auferstanden bist. Und ich glaube, dass du Jesus aus den Toten auferstanden bist. Jesus. Und Jesus. Jesus. I confess you. Ich bekenne dich. Ich bekenne dich. As my Lord. Als meinen Herrn. Als meinen Herrn. As my Savior. Und als meinen Erretter. Und als meinen Erretter. I'm now born again. Ich bin jetzt von neuem geboren. Ich bin jetzt von neuem geboren. I'm now saved. Ich bin jetzt errettet. Ich bin jetzt errettet. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. If you prayed that the first time, wenn du das jetzt zum ersten Mal gebetet hast, you just got God's eternal life in you. Dann hast du damit Gottes ewiges Leben in dir empfangen. You became a child of God. Du bist ein Kind Gottes geworden. And God is now your father. Und Gott ist jetzt dein Vater. If you contact us, wenn du uns kontaktierst, we've got a Bible that we can send you, or you can come and pick it up. Wir haben eine Bibel, die wir dir geben möchten. Wir können es dir zuschicken oder du kannst herkommen, um es dir abzuholen. And we'll help you. Und wir werden dir helfen, to grow in the Word. Im Wort zu wachsen. And if you're in the area, we invite you to come. Und wenn du hier aus der Gegend bist, laden wir dich ein, hierher zu kommen. We got a great church here. Wir haben hier eine großartige Gemeinde. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Well, let's thank God today. Nun lass uns Gott heute danken. Thank God. Gott, Father, I thank you. Vater, wir danken dir. That every body is healed. Dass jeder Körper geheilt ist. I thank you that every financial need is met. Und ich danke dir, dass jedes Finanzproblem erledigt ist. And I thank you that no plague. Und ich danke dir, dass keine Plage comes near our dwelling. Sich unserem Wohnort nähert. That you bring us forth with silver and gold. Sondern dass du uns hervorbringst mit Silber und Gold. And not one sick person in our church. Und in unserer Gemeinde ist kein einziger Kranker. Everybody walking Jeder in health. Ist in Gesundheit unterwegs. Everyone Jeder Einzelne completely healthy. Vollständig gesund. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Amen. 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 Well, it's happy giving time. Nun, es ist Zeit des fröhlichen Gebens. And we have a happy Jesus. Und wir haben einen fröhlichen Jesus. That's gonna receive the giving today. Ach so. That's Martin. He's not Jesus, but he's a part of the body of Christ. Also, Martin ist nicht Jesus, aber er ist definitiv ein Teil des Leibes Christi. Amen. Amen. So Martin, you can come up here. Sarah, go ahead and come on up. That way you're ready at the keyboard.